Herzlich willkommen zum Bauhaus Video Workshop Streichen von Wänden mit Raufasertapete. Wir beginnen mit der Analysephase. Bevor Sie loslegen, sehen Sie sich Ihre Raufasertapete genau an. Je gröber die Körnung ist, desto mehr Farbe wird die Tapete aufnehmen. So erhalten Sie einen Hinweis auf die benötigte Menge der Farbe. Führen Sie zusätzlich ein Aufmaß durch. Messen Sie dazu die Länge und die Breite. Diese Maße multiplizieren Sie. Addieren Sie jetzt alle zu streichenden Wände zusammen und ziehen Sie, falls gewünscht, noch die Flächen der Fenster und Türen ab. So wissen Sie genau, für welche Flächen die Farbe benötigt wird. Überprüfen Sie, falls auf Raufaser gestrichen wird, ob die Nähte richtig verklebt sind. Ansonsten heißt es hier, mit etwas Tapetenkleister nacharbeiten. Bringen Sie beim Streichen immer genug Zeit und Ruhe mit, denn sauberes Arbeiten erspart Ihnen lästige Nachbesserungsarbeiten. Als erstes werden alle nicht zu streichenden Flächen abgedeckt. Das geht am besten mit Abdeckfolie und glattem Kreppband. Auch hier gilt, je sauberer Sie hier vorgehen, desto weniger Arbeit entsteht im Nachhinein. Unterschiedliche Farbtöne können Sie selber mischen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich die Farben nach Ihrem Wunsch in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum mischen zu lassen. So haben Sie auch bei größeren Mengen den richtigen Farbton. Mit einem Holzstab wird die Farbe aufgerührt und das Abstreifgitter eingesetzt. Nun geht's los. Aber greifen Sie nicht sofort zur großen Farbwalze. Streichen Sie als erstes mit dem Langstielpinsel oder dem Eckenroller alle Ecken des Bereiches, in dem Sie beginnen. So erreichen Sie, dass diese Bereiche deckend bearbeitet werden. Streichen Sie aber immer nur so weit, dass die Farbe noch nass ist, wenn Sie an diesen Stellen mit der großen Farbwalze nachkommen. Ansonsten können hier Farbunterschiede entstehen. Mit der Farbwalze geht es jetzt an die großen Flächen. Beachten Sie, dass die von Ihnen gewählte Farbwalze passend zur verarbeitenden Farbe gewählt wird. Um die richtige Menge Farbe aufzunehmen, gibt es einen einfachen Trick. Tauchen Sie die Farbwalze nicht vollständig in den Eimer, sondern immer nur 1 bis 2 cm und rollen Sie dabei die Farbwalze auf dem Abstreifgitter ab. Streichen Sie die Flächen immer längs und quer. So wird die Farbe gleichmäßig aufgebracht und Sie erhalten ein optimales Ergebnis. Falls Sie die Decke im gleichen Farbton mitstreichen möchten, benutzen Sie eine Teleskopstange. Das ermöglicht ein gleichmäßiges und entspannteres Arbeiten als mit einer Leiter. Achten Sie darauf, dass der Boden besonders gut abgedeckt ist. Wird für die Decke ein anderer Farbton gewählt, gilt es grundsätzlich, die Decke als erstes zu streichen. Heizkörper, Fenster und Türnischen erreichen Sie mit der großen Farbwalze nur schwer oder gar nicht. Setzen Sie hier einen Heizkörperpinsel oder eine kleine Farbwalze mit ca. 2 bis 4 cm Durchmesser ein. Nach Abschluss der Arbeiten sollten Sie Ihre Werkzeuge unter warmem Wasser auswaschen. So können sie später wiederverwendet werden. Roller feucht halten, zum Beispiel in Frischhaltefolie. Verschließen Sie die überschüssige Farbe luftdicht. So können Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwenden. Rolltechnik, zaubern Sie mit wenig Aufwand individuelle Strukturen auf Ihrer Wand. Bereiten Sie zunächst eine Mülltüte auf dem Boden aus und geben Sie etwas Abtönfarbe darauf. Bringen Sie die Farbe nun mit einem im Bauhausfachmarkt erhältlichen Effektlederroller kreativ auf. Alternativ können Sie sich aus einem Fensterleder und etwas Kreppband eine eigene Strukturrolle basteln. Eine weitere Möglichkeit zur individuellen Wandgestaltung ist die Schwammtechnik. Bringen Sie die Farbe nun wischend auf die Wand auf. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Um einen lasierenden Effekt zu erreichen, können Sie die Farbe zusätzlich verdünnen. Viel Spaß beim Anstreichen wünscht Ihnen Ihr Bauhaus-Team. Holen Sie sich in Ihrem Bauhaus-Fachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß beim Selbermachen!